Willkommen zum nächsten Video. Heute hat sich schon hier der nächste Besuch angekündigt und mit folgender Sache. Wir machen heute mal Felgenreinigung. Hier Sommerreifen vom Steffen, der müsste irgendwo hier im Hintergrund noch rumspringen. Der räumt noch hier fleißig aus. Hinten sieht er schon sein Seat Leon. Den hat er sich erst kürzlich gekauft und ist jetzt auch hier auf der Seat-Schiene. Und wir schauen uns halt mal seine Sommerfelgen an. Er hat jetzt hier gerade noch Winterstahlfelgen drauf. Machen wir vielleicht auch mal so einen richtig schönen Felgenreiniger-Vergleich. Wir schauen mal, wie verschmutzt die Felgen sind. Ich habe schon gesehen, es hält sich in Grenzen. Müssen wir einfach mal schauen. Vorne definitiv mehr als hinten. Und ja, schauen wir einfach mal, was heute so noch geht. Vielleicht werden wir auch nochmal seine B-Säule polieren. Da sind auch noch so richtig schöne Kratzer drin. Hier Klavierlack, ganz klar. Können wir auch mal eine neue Poliermaschine ausprobieren. Schauen wir uns einfach mal an. Und ich warte jetzt hier noch auf den Steffen. Steffen, wann geht's los? Wir sind schon auf Sendung. Dann geht's jetzt los, würde ich sagen. Geht los? Geht los. Gut, machen wir los nach dem Intro. Viel Spaß. Grüße, ich bin der Steffen, komme aus Kamenz und kenne den Sebastian, seit er so groß ist, zumindest was YouTube angeht. Und ja, bin mit meinen Felgen hier vor Ort, weil die sehen aus wie Bolle. Und ich dachte, vielleicht gehen wir irgendwas hin. Damit wir die für den Sommer wieder hübsch machen können. Genau, aktuell habt ihr ja gerade gesehen, er fährt noch hier auf Stahlfelgen durch die Gegend und das kotzt irgendwann an. Vor allem gestern waren bei mir hier 20 Grad, das war heftig. Heute sind bloß noch 13, 14, aber es geht noch. So, und wir schauen uns jetzt mal die Felgen an und wir werfen mal einen Blick hier drauf, wie es aussieht. Also, schauen wir mal. Ja, hier die Rückseiten sind noch relativ sauber, aber diese Außenseiten hier sind richtig schön schwarz. Wir müssen auch mal schauen, welche jetzt vorn und hinten waren. Ich glaube, wir haben gar nicht hingeschaut. Hier steht... Hinten links steht hier an der, also dafür, dass es eine Felge für den hinteren Bereich ist, ist es schon schön verschmutzt, können wir auch einen guten Felgenreiniger-Test starten. Weil es bietet sich ja eigentlich an, wenn wir hier gleich mal 4 Felgen zur Verfügung haben. Und wir können ja im Prinzip bei dem Video mal an dem Dr. Wack-Vergleich mit dran teilnehmen, ohne wirklich aktiv dran teilzunehmen, sondern einfach für uns mal so einen Vergleich starten. Und ich denke, die Felgen sind von der Verschmutzung her relativ ähnlich, außer die hier. Ich finde, die ist ein bisschen sauberer aus, sagst denn du? Das ist wieder eine hintere. Ja, das ist ja komisch, ne? Die erste, das ist die hinten, was steht hier dran? Hinten rechts. Hinten rechts ist so hier und hinten links ist so. Das ist ja krass. Also die drei sind auf jeden Fall auf einer Ebene, die vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, die müssen wir, ja, vielleicht wenn wir die gar nicht in den Vergleich mit reinnehmen. Wir machen sie trotzdem sauber, aber dann ja, ist es schwierig dann zu vergleichen. Die anderen drei sind alle auf einer Schmutzebene und die ist doch ein bisschen sauberer. Hier müssen wir einfach mal schauen. Können wir dann in der Wertung ausklammern. So, Steffen, du kannst jetzt 4 Felgenreiniger mal raussuchen aus meinem Inventar. Vielleicht hast du selber noch einen mit, den du vergleichen willst. Und dann können wir ja mal hier einen schönen Vergleich starten und erstmal mit den Felgen anfangen. Hier haben wir mal unsere 4 Kandidaten. Hier haben wir den Dr. Wack P21S High End. Und Steffen hat sich folgende rausgesucht. Einmal hier den Evo 1 Red Evil. Da wollte ich ja so und so noch mal einen richtigen Test machen. Da passt das am besten hier. Dann haben wir hier jetzt einfach mal die Klassiker mit reingenommen. Aluteufel grüne Version. Kochchemie Reactive Wheel Cleaner auch mit am Start. Und ich habe einfach mal noch einen vierten genommen hier. Der Amazon Basics Smart Wheel Cleaner. Hier haben wir schon eine Abtrennung gebaut. Da kann dann einer halten, der andere sprüht ein. Und die 4 treten jetzt sozusagen gegen den P21S an. Hier im Felgeninnenbereich, wo einfach die Verschmutzung am stärksten sind. Können wir einfach mal starten. Fangen wir hier vorne beim Evo 1 an. Steffen kann sich schon mal hier mit dem Felgenreiniger bewaffnen und gleichzeitig auch drüben mit dem High-End. Den darfst du dann gleich direkt hinterher aufsprühen. Die müssen ja zusammen wirken. Und ich würde mal sagen, wir können das eigentlich so machen. Ist jetzt nicht hier mit 100%iger Abtrennung, aber ich halte das mal. Jetzt kannst du hier das richtig satt einsprühen, auch hier den hinteren Bereich. Los geht's. Mal schauen. Erstmal im Sprühkopf füllen. Kommt mal was raus. Ich brauche jetzt nichts mehr im Sprühkopf füllen. Ich mache nochmal hier von der Seite 2 Sprühe. Dann wird dein Winkel ein bisschen ungünstig. So, das ist alles komplett eingenebelt. Und auf der anderen Seite, wenn möglich, nicht Milch einsprühen. Was sagst du jetzt zum Sprühbild? Das ist ein bisschen zentrierter, wie ich finde. Du musst mehr bewegen. Das ist angenehmer. Versuchen wir mal hier oben hinzufeuern. Genau. Kann man runternehmen. Ziehen wir gleich mal einen Vergleich. Wirkindikator. Beim Red Evil, ja, doch ein bisschen stärker, waren vielleicht ein paar Sekunden jetzt, wo der länger wirken konnte. Beide lassen wir jetzt in Ruhe.
an der Felge arbeiten und wir gehen mal zum zweiten Kandidaten. So, auf der Seite jetzt wieder der P21S und auf der rechten Seite der Tuga Grün als zweiter Kandidat. Und wenn man jetzt so eine Felge hier für den Sommereinsatz flott macht, kann man auch etwas satter einsprühen, aber das klappt eigentlich. Und unten musst du nochmal, genau. Alles eingesprüht, ja, gut, sieht gut aus. So, wieder auf der linken Seite der High-End. Hier oben musst du nochmal, genau. Perfekt. Und hier haben wir jetzt den Koshmi Reactive Wheel Cleaner. Genau, von der Seite muss ich nochmal. Das ist halt genau der Windschatten. So, genau. Und hier haben wir jetzt die eine Felge, die nicht so stark verschmutzt ist. Mal schauen, ob man doch einen Unterschied feststellen kann. Und wenn nicht, dann nehmen wir sie vielleicht aus der Wertung mit raus. Hier oben musst du nochmal drüber gehen. Das ist ja immer genau die Rückseite. Genau, perfekt. Was sagst du jetzt? Vom Sprühbild ist der Amazon gar nicht mal schlecht, oder? Ja, sehr gut. Aber die Preise haben sich jetzt auch schon wieder verändert und oft schon gar nicht mehr verfügbar. Mal schauen, wie es mit dem Felgenreiniger weitergeht. Genau, alles benetzt. Gut, hat bei allen Vieren jetzt soweit geklappt. Jetzt können wir uns die mal anschauen hier. Wie sieht's aus? Die beiden konnten am längsten einwirken. Der Red Evil, der P21S High End. Ja, von Verschmutzung her ist doch einiges drauf. Also am Anfang sah es gar nicht so stark aus, aber wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Felgen in Ruhe anschauen, merkt man schon, dass hier einiges an Dreck am Start ist. Sehen wir jetzt hier an der Stelle auch nochmal. Hier könnte man fast keinen Unterschied erkennen zwischen Red Evil und dem High End. Sieht eigentlich fast gleich aus. Was sagst du? Steffen, hier bei der ersten Felge Wirkindikator ist schon bei beiden richtig gut, ne? Bei beiden extrem, ist richtig. Hier könnte man fast nochmal einen Sprüher hinsetzen. Hier war ein bisschen Windschatten. Das soll ja auch möglichst fair ablaufen. Genau. Ansonsten, ja doch, alles gut erwischt. Wie sieht es hier aus? Haben wir auch noch einen Fleck, der nicht richtig besprüht wurde, hier oben. Genau. Hier zeigt der High-End doch eine stärkere Indikatorleistung als hier drüben beim Tuga. Sehen wir auch nochmal hier. Am Ende kommt es dann aufs Reinigungsergebnis an. Aber das ist halt der Vorteil von so einem Wirkindikator. Das kann man jetzt auch nochmal ansprechen. Die Stelle haben wir am Anfang ja nicht gesehen, weil man kann nicht immer genau 100% sehen, wo man die Felge mit dem Felgenreiniger trifft. Und genauso ist es ja auch bei der Fahrzeugwäsche. Du sprühst und sprühst und ohne Wirkindikator würdest du gar nicht solche Stellen sehen, wo du nicht getroffen hast. Deswegen ist es schon von Vorteil, wenn hier sowas mit dabei ist. Da kann man dann solche Stellen einfach nochmal nachbehandeln. So, genau. Also selbes Bild hier beim High-End wie auf Felge 1. Wie sieht es hier aus? Genau, zwei Stellen nicht erwischt. Ja, genau. Deswegen nochmal nachbehandeln. Perfekt. Und hier beim Reactive Wheel Cleaner haben wir auch eine schöne Leistung. Läuft alles gleichmäßig nach unten. Alles gut erwischt. Das hat geklappt. Und hier beim Amazon sehen wir, ja, der hat nicht so eine starke Indikatorleistung. Ein bisschen was ist vorhanden. Und beim High-End hier auf der Seite sehen wir auch gleichmäßiges Bild. So, jetzt warten wir ab und dann sprühen wir mal eine Felge nach der anderen sauber und schauen einfach mal, ob wir hier doch einen Reinigungsunterschied feststellen können. 5 Minuten sind vorbei und jetzt bewaffne ich mich mal hier mit dem Bohrdruckreiniger. Schauen wir uns hier erstmal das erste Bild an. Genau für euch 50-50. Wir haben uns Folgendes ausgedacht. Wir gehen hier mal mit so einem Schminkpad lang, ungefähr 20 cm. Immer ungefähr mit demselben Druck. Ist natürlich kein Labormaßstab, aber damit können wir vielleicht mal einschätzen, wie viel Restschmutz hier wirklich noch auf dem Bereich drauf ist. Und Steffen hat hier vorher noch ein bisschen geübt. Und jetzt einfach mal, um zu schauen, wie die Reinigungsleistung ist. Ich fange derweil schon mal an hier zu beurteilen. Er geht derweil weiter hier und legt die Pads hin. Und meiner Meinung nach hat der Evo 1 Red Evil hier auch ein sehr, sehr gutes Bild gezeigt, weil wenn wir uns das mal im direkten Vergleich anschauen, das bestätigt für mich auch nochmal hier das Pad.
Wenn wir uns das mal anschauen. Und jetzt hier vom Red Eagle hält sich eigentlich hier fast die Waage. Und so, finde ich, ist auch das Reinigungsbild. Also hier haben wir eine schöne Reinigung bekommen. Wir haben hier noch so Klebereste drauf, hier auch. Die bekommt ein Felgenreiniger nicht runter, haben wir ja im großen Aufbereitungsvideo gesehen. Aber so vom Gesamtbild, hier in der Mitte haben wir den Bereich, der nicht gereinigt ist. So von der Farbgebung her, finde ich, hat das alles ein einheitliches Bild. Steffen, was sagst du? Ich brauche nochmal deine fachkundige Meinung. Findest du eine Seite schmutziger als die andere? Das ist schwierig, ne? Kommt auch immer darauf an, wie das Licht fällt. Aber es gibt jetzt keine Seite, die massiv verschmutzter ist als die andere, oder? Gerade mit dem Hochdruckreiniger gereinigt, dass immer noch ein Stück was drauf geblieben ist. Man merkt aber, dass man die ganzen Sachen ganz leicht anlösen kann. Ja, also das hat gut funktioniert. War ja doch eine richtig dicke Schmutzschicht drauf. Und klar, das sind jetzt hier, wie alt sind die Felgen? 3-4 Jahre? Ja, in der Dreh. Ja, also sind jetzt hier keine Felgen, die 10-20 Jahre irgendwo in der Scheune standen und hier jedes Jahr totalen Verschmutzung ausgesetzt waren. Das ist so eine standardmäßige Felge, wie bei euch zu Hause, wenn ihr einfach dann wieder auf Winter gewechselt habt und die vielleicht nicht gereinigt habt und jetzt wieder in den Sommer starten wollt. So ungefähr ist der Zustand, wie ich finde. Und damit haben wir auch ein realistisches Bild, was auch viele von euch dann am Ende zu Hause haben. Also der Evo 1 Red Evil, finde ich, hat sich echt gut geschlagen. Und auch der High-End hat hier ein gutes Bild gezeigt. Auch hier die Rückseiten, bis auf ein paar Teerspritzer, die man dann noch wegmachen müssen, hat sich das auch relativ gleichmäßig eingestellt vom Bild. Also für mir hier, oder von uns, ich hoffe, ich kann auch für dich sprechen, Steffen, sehr gutes Bild bei beiden. Ja, Daumen nach oben. Die erste Felge hier war ja jetzt auf der hinteren Achse verbaut. Jetzt haben wir eine Felge, die vorn verbaut ist. Hier wieder der High-End. Und ich finde das Bild, wenn wir das mal hier in den direkten Vergleich nehmen, relativ ähnlich. Wir haben aber hier noch so ein paar Schmutzreste, die man auch mit dem Finger merkt. Und die dann nicht mehr runtergegangen sind. Also hier sind die Belastungen doch höher gewesen. Deswegen müssen wir eigentlich jede Felge und jedes Paar für sich beurteilen. Und ich denke mal, man kann hier Folgendes erkennen. Restschmutz. Genau, Steffen, wenn du mal auf die andere Seite gehst, siehst du dann hier schön, dass einfach noch jede Menge Restschmutz hier beim Tuga noch zurückgeblieben ist. Mhm. So an Flecken. Und jetzt auf die andere Seite ist ja im Prinzip dieselbe Oberfläche, weil der Schmutz, der hier reinkommt, trifft alles. 360 Grad. Und da nochmal die beiden hier im Vergleich. Ich denke, der Unterschied wird deutlich. Und auch bei den beiden Pads, wir legen die mal direkt nebeneinander, damit wir die gleich in einem Bild haben. Da kann man hier doch schon eine größere Schmutzschicht erkennen. Und das ist auch so ein Punkt hier beim Tuga, der hat doch für mich doch eine etwas schwächere Leistung gezeigt. Und das wird auch hier nochmal am Pad deutlich und auch hier an dem Bild, weil hier sind noch wesentlich mehr Verschmutzung drüber auf der Oberfläche. Und hier sieht es doch etwas sauberer aus. Steffen, dein Fazit? Tuga zieht hier den kürzeren und ja, wir haben hier einen Gewinner auf der Felge. Nächste Felge hier, der High-End und auf der anderen Seite der Reactive Wheel Cleaner von Koch Chemie. Und auch hier wieder der 50-50 Vergleich, hier war die Abtrennung. Ich finde, auf der Seite haben wir wieder vom Bild her eine etwas schmutzigere Fläche. Und man sieht auch hier genau diesen dunklen Bereich, der hier startet und sich dann komplett weiterzieht. Jetzt können wir das nochmal in Ruhe anschauen. Also ich finde, der High-End macht immer das gleiche Bild. Ich hätte jetzt zwischen der Fläche, der hier und der überhaupt keinen Unterschied feststellen können. Sieht für mich komplett gleich aus. Und hier beim Reactive Wheel Cleaner haben wir doch schon noch so ein paar Flecken. Aber ich finde, dass der Bereich noch etwas sauberer ist als der hier. Ja. Ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, der Reactive Wheel Cleaner liegt vor dem Tuga, weil es wieder eine andere Felge ist. Aber so vom Reinigungsbild her gefällt mir das schon etwas besser. Und die Pads, wie sehen die aus? Ah, hier hält sich das schon fast die Waage, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ist jetzt hier die Reinigungsleistung vom Reactive Wheel Cleaner nicht unbedingt weit hinter dem P21S High End. Also die sind sich schon sehr ähnlich hier von der Leistung. Aber wenn man den Gesamtbereich betrachtet, sind hier doch schon noch ein paar mehr Flecken auf der Felge drauf, aber wirklich nur minimal. Und hier haben wir jetzt mal die Felge, die an der Hinterachse verbaut war und da sehen wir einen ganz deutlichen Unterschied. Also ich habe ja am Anfang gedacht, dass die Felge erstmal rausfällt, weil die Verschmutzungen nicht so stark sind, aber man kann sich auch täuschen. Hier haben wir wieder den High-End, wieder das gleiche Bild, als hätte man hier die Felgen geklont.
Sieht man jetzt auch nochmal schön hier im Verlauf. Also von der Reinigungsleistung immer gut. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite den Amazon Basics Smart Wheel Cleaner. Und da sehen wir doch einen deutlichen Unterschied. Man sieht ja auch richtig, wo Steffen nochmal mit dem Pad den Schmutz angelöst hat. Und auch hier hätte noch etwas mehr Reinigungsleistung am Start sein können. Kommt auch immer darauf an, wie allgemein verschmutzt eure Felgen sind. Aber hier sehen wir doch einen deutlichen Unterschied, dass auch hier der High-End einiges mehr rausgeholt hat. Auch hier in diesen hinteren Bereichen wird es deutlich. Und an den Pads wird es auch nochmal wesentlich deutlicher. Sehen wir hier auch am Verschmutzungsgrad. Hier haben wir doch einen richtig deutlichen Unterschied. Und vor allen Dingen auf der Felge, die am Anfang am saubersten schien. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also gutes Ergebnis. Und damit können wir Folgendes zusammenfassen, Steffen. Was sagst du? Also P21S, fand ich, hat auf allen vier Felgen ein gutes Bild gezeigt. Wo würdest du dann die anderen Felgenreiniger sehen? Hier vorne hat man ja den Evo 1, hier war der Tuga, der Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner und hier der Amazon. Was sagst du? Also Evo Platz 1, Platz 2 Koch Chemie. Das war dann, hier ist Koch Chemie, hier ist Tuga. Ja, richtig. Meinst du jetzt Platz 1 vor dem P21S oder meinst du jetzt das Ranking hinter dem? Mir ging es jetzt um die vier Kontrahenten, die untereinander angetreten sind. Also Evo Platz 1, Koch Chemie Platz 2. Hallo, also Tuga Platz 3 und Amazon Basic auf dem vierten. Vierter Platz. Genau, also ich hätte es eigentlich genauso gesagt. Was sagt ihr? Ihr könnt ja gerne mal euer Ranking unten drunter schreiben, aber wir sind auch auf jeden Fall einer Meinung und das konnten wir jetzt ja auch nochmal bestätigen in diesem kurzen Test mit solchen Alltagsfelgen, die auch viele von euch zu Hause haben. So, und ich würde jetzt noch den Rest hier mit ihm zusammen sauber machen und dann werden wir uns auch den nächsten Punkt hier am Fahrzeug anschauen. Alle Felgen jetzt nochmal nachbehandelt und komplett gereinigt, sind jetzt nur noch nass, aber von Verschmutzung her sieht das gut aus. Und dann kann Steffen ja immer noch selber entscheiden, ob er noch mehr ins Detail geht. Aber für die Sache heute reicht das völlig zu. Sind wieder schön sauber und vorher war ja ein richtiger starker Verschmutzungszustand. Und selbst bei der doch sauberen Felge optisch her haben wir gesehen, dass nicht jeder Felgenreiniger das gleichmäßig dann noch sauberer bekommt. Auch nochmal schön und damit können wir jetzt noch die Vorderseite machen, aber das machen wir nicht mehr hier für die Kamera, da gehen wir dann lieber an sein Fahrzeug ran.